Also ich habe jetzt ein neues Messer bekommen. Männer, habt ihr Mückenspray? Das Mola, nee, normal. So sieht's aus. Sehr gut. Echt sehr scharf. Sehr scharf, ja. Ne, wirklich jetzt. Fuck. Wie heißt er? Ja, willkommen im Hauptquartier der Karabinerjünglinge. Wir zeigen euch jetzt mal den Rucksack. Ja, Auto ist voll. Tim musste seinen Rucksack sogar mit nach vorne nehmen. Sein Corsa ist gut ausgelastet. Das Gute ist auch, dass die Zuschauer genau wissen, wer Tim ist. So, wir sind jetzt angekommen. Gehen jetzt hier los. In den Wald und gucken mal, ob wir einen guten Lagerplatz finden. Wir haben wohl noch nie richtige Buschkrafter gesehen hier. Cool, geil, dann kann ich ihn auch so fest schnurren hier. Ja, wir haben uns jetzt hier ein bisschen durchgeschlagen mittlerweile. Sind hier irgendwo im Wald und hoffen auf irgendwas. Ey, ich brauch mehr so eine Sachen heute. Ja, nur noch. Ja? Dann wäre vielleicht nicht alles Farbe, sondern eher so innen. Ja, wir haben jetzt hier einen potenziellen Lagerplatz. Sieht soweit ganz gut aus. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Sieht aber sehr danach aus, als ob hier schon mal jemand war. Hier war safe jemand. Ja. Der erste Ast wird gesägt. Ja, die nimmt sich für meinen Haferbau heute. Macht eine Zeltvariante. Mal was Neues. Aber das seht ihr später. So, das Lager steht. Hauptsächlich habe ich es hier heute mal mit einer Zeltvariante versucht. Geil. Kurzen Blick reinwerfen. Also sieht man massig Platz. Regengeschützt. Hannes hier heute mit A-Frame, ganz klassisch. Und ja, die Jungs machen sich so langsam gemütlich hier, ne? Wir sind angekommen. Ach, wie voll top. Das hier ist mein Essen. Also, ne, nochmal. Also, ich habe hier einmal den guten Linseneintopf. Dann einmal die Yum-Yums. Die habe ich noch nie gegessen hier. Einmal Chicken Flavor. Soll aber sehr lecker schmecken. Einmal die Uncle Ben's Paella. Auch sehr lecker. Ich wollte mich ganz ansprechen, weil da auch ein paar Erbsen drin waren. Ein bisschen was. Nicht so eintönig, ne? Ein bisschen was Lockeres, Fluffiges für den Bauch. Ne? Mhm. So, dann haben wir noch einmal die Yum-Yums mit einem Duck-Flavor. Ne? Ja, geil, Alter. Ich will überhaupt nicht komplett sterben auf dem Weg. Ein Wildfood, Alpine Chocolate, eins habe ich schon aufgebraucht. Mhm. Dann haben wir hier noch Klopapier. Sehr wichtig, immer ne, dran denken. Oh, Paul. Morgen früh, zweimal, falls man Hunger hat, das dezent Süße. Aus Agave, ne? Agave. Und dann habe ich hiervon noch zwei. Dann habe ich auch schon gegessen, dann sollte ich drei. Außer Agave. Ja. Das war's eigentlich. Reicht eigentlich. Lecker. Schmeckt. Hier ist mein Fressen. Geil. Lecker, lecker. Zack, zack. Und hier ist auch noch was drin. Ja, dann kommt mal mit. Da lang. Wohin? Ja, also das ist hier jetzt mein Setup für die heutige Nacht. Ich habe jetzt mal den Aufbau mit dem Stock versucht, da hier noch so ein bisschen Müll dranhängen kann, zum Beispiel. Und auch ein bisschen drunter sitzen kann, halbwegs. Ja, sieht echt gemütlich oder aus, ne? Auch ganzwegs, ne? Wie man es will. Ja, hier mal mit Isomatte drin ist immer ein bisschen unangenehm, aber teilweise lässt sich das eigentlich auch verkraften. Ja. Top. Hier habe ich schon was vorbereitet für morgen. Mein Austretstock. Damit kann man dann bis
bisschen graben und so. Hannes, sag mal dein. Meine ist auch sehr gut geworden. Hier hat man einmal was zum Boden auflockern und dann kann man wegschippen oder kratzen, wie man es mag. Wenn ihr den auch gerne den Kackschieber. Du. Den Kackschieber. Sehr schönes Ding, sehr schön. Ich bin nur ein Fan. Ach, hier hast du auch so ein Regending gemacht, ne? Ja, genau. Seele. Wasser ansetzen. Sollen wir vom Namen filmen? Ja, das sieht super aus. So. Immer ein bisschen drehen. Knüppel gefällt mir. Bei mir auch. Mein Kackstock. Das ist echt mein Kackstock, Alter. Leute, ihr seht jetzt meinen Kackstock. Ja, wir sehen uns gleich, wenn es ein bisschen weiter voran ist. Gut, Freunde, wir haben uns jetzt hier das Lager fertig gebaut, halbwegs. Ja. Und ja, sieht super aus. Kleiner Tisch, nur gestapelt, Kerze. Alle sitzen und sind glücklich. Hab jetzt hier nochmal umgebaut übrigens. Ausgang zum Lager. Ich habe jetzt hier mein Kochset. 20 Euro oder so, Amazon, nee, Kaufland. Besteht aus so einem kleinen Topf, großen Topf, Brenner, hier zeige ich gleich, das ist Besteck drin, Gasflasche und Topf. Das ist hier der Brenner. Den kann man dann so aufdrehen, das geht ein bisschen scheiße. Ist halt nicht die hochwertigste Ware, aber zum Kochen wird es reichen. Zwei Kram dann oben raus, hier auf die Bild. Dümbel ab, aufgedreht, das Ganze. Zack, zack. Hingestellt. Gas auf, ne? Welche Richtung? Und es läuft. Können wir noch jetzt Heizung hier drin nehmen? Ja, also ist direkt warm geworden, ne? Ja. Also wenn es kalt wird, wieso nicht? So, ich bin jetzt fertig mit Essen, hab hier gab Chili con Carne. Alles kocht noch, was machst du da? Ich hab mir hier einen schönen Linseneintopf gemacht. Mhm. Ja, heute mal was Neues ausprobiert, nicht auf dem Gaspad Brenner, sondern dafür heute mal auf dem Esbit. Genau, dafür habe ich mir jetzt kleinen Feuerschutz, kleinen Windschutz, Alufolie hier vorgespannt und einfach die kleine Pfanne genommen. Einfach aus Zwecken, damit man es hier nicht den Wald anzündet. Wir haben Hochsommer, muss man schon ein bisschen drauf achten. Das ist richtig. Kein Feuer zu machen, wenn es ein offenes Feuer ist, nach unten offen das Ding. Das muss man schon mal ein Auge drauf haben. Ja. So. Wir sitzen jetzt hier am Herzenschein. Ja, sind das Ganze nochmal kurz ein austreten. So, den neuen Morgen beginnt man immer am besten mit einem Kaffee. Eben gab es noch ein schönes Porridge, das habe ich schon aufgegessen. Morgen gab es auch einen schönen, leckeren Kaffee. Haben wir jetzt wieder geschlafen. Ziemlich gut. Sehr gut. Ziemlich gut. Tim meint die immer ein bisschen kalt. Ja, ein bisschen kalt, ich habe den falschen Schlafsack mit. Dann mich da eventuell bei den Temperaturen etwas verlesen. Oh, der hat ja 14 Grad, komm. Ja, Jonas hat auch sehr gut geschlafen. Ja, Jonas ist noch kurz kacken und dann sehen wir ihn auch gleich. Das ist ja ganz alt. Ja, Jonas ist jetzt von der Toilette wiedergekommen. Ich brauche noch mal einen kleinen Schlaf. Jetzt ist sie wieder reingemurmelt. Sag den Zuschauern doch mal, wie du geschlafen hast. Alter, ich zeig euch mal was. Und das ist der Rubens Moraine. In dem habe ich super geschlafen. Kleiner Regenschauer. So ein Camp der Hering, Karabinerjünglinge. Wird jetzt abgebaut. Nur sein Tarp steht noch. Ist aber auch dabei. Wird jetzt nochmal ausgeschüttet. Hängematte ist schon abgebaut. Sind wir schon durch, der hat schon alles eingepackt.
Und jetzt nur noch Jonas. Jonas ist auch gut dabei. 5 Minuten hat er gesagt, braucht er am Einpacken. Genau. Alles ganz gediegen heute. Wir melden uns, wenn wir auf dem Heimweg sind. Spätestens im Auto sehen wir uns wieder. So, das Camp ist jetzt aufgeräumt. Jonas hat seinen Rucksack schon aufgesetzt. Ja, Müll ist zusammengesammelt. Jonas erklärt noch was. Wir müssen jetzt ins Elbsandsteingebirge. Das ist das, was ich sagen wollte. Jonas schnackt. Ihr wollt, dass wir mal ins Elbsandsteingebirge fahren? Ja, ich will. Machen wir es so.